Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Widder-Sternzeichen, Aszendenten oder wenn du deinen Mond im Zeichen Widder stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen. Ja, und wir schauen uns auch hier immer noch die Vollmondenergien an. Der Vollmond im Zeichen Skorpion, der am 24. April gestern stattgefunden hat. Wie wirkt sich dieser auf die Widder aus? Was zeigt sich in diesem Zusammenhang für die Widder? Was ist los im Kollektiv der Widder zum Vollmond im Zeichen Skorpion? In der Energie sind wir noch. Wir sind immer noch im Zeichen Skorpion. Das heißt, absolute Vollmondenergie ist da immer noch mit drin. Also der Mond steht noch im Skorpion. Was zeigt sich hier für die Widder? So, da haben wir Wachstum, ein Geburtsprozess. Hier möchte bei dir gerade was Neues entstehen. Du fühlst dich vielleicht gerade auch sehr lebendig, vielleicht sehr kreativ. Das ist so eine fruchtbare Phase, die wir hier sehen. Die Herrscherin, der Mutter-Archetyp, wo du vielleicht jetzt auch irgendetwas nährst, zum Wachsen bringen möchtest, irgendein Projekt an irgendetwas arbeitest oder dich selbst entfalten möchtest, deine eigenen Bedürfnisse nährst und damit ja irgendwie auf fruchtbaren Boden stehst und etwas zum Wachsen bringst. Gleichzeitig haben wir den Ritter der Münzen, der hier sehr beständig ist, sehr verlässlich, sehr bodenständig, ausdauernd. Das ist hier eine Energie, die spricht auch von Ehrgeiz und Disziplin, dass du ja an irgendetwas auch ernsthaft arbeitest oder auch irgendein Ziel verfolgst oder auch sehr verlässlich bist oder einfach sehr bodenständig. Du stellst dich hier einer Herausforderung. Wir haben hier irgendwelche Kämpfe und Rangeleien, Machtkämpfe, ja, oder so Wettbewerbsenergien. Also vielleicht setzt du dich hier gerade mit irgendwelchen Kämpfen auseinander. Vielleicht möchtest du einfach irgendeiner Wettbewerbssituation dich stellen. Es können so Machtkämpfe auch sein. Da geht es einfach darum zu gewinnen, zu siegen, sich durchzusetzen, Recht zu haben oder irgendetwas zu erreichen. Hier möchte irgendwas erreicht werden. Und das ist durchaus auch Widderenergie. Also diese leidenschaftliche, mutige, sehr handlungsumsetzungsstarke Kraft, die wir hier sehen. Du bist auf irgendwas fokussiert. Und wir sehen hier gerade in deinem Unbewussten, auf der emotionalen Ebene, eine sehr große Chance, die sich hier bietet. Und zwar ist das Ass der Kelche, das ist die wahre Berufung, die wahre Bestimmung. Das ist eine tiefe innere Erfüllung, seelische Erfüllung, die hier jetzt als Chance bei dir liegt. Also du hast jetzt hier die Möglichkeit, mit dem, was du jetzt hier vorhast, wirklich zu tiefer innerer Erfüllung und Freude zu kommen oder eben sogar deine wahre Bestimmung oder Berufung zu leben. Ja, du wirst geführt. Ne? Du hast hier auch seit längerer Zeit jetzt irgendwie schon mit dem Stern, sehe ich hier, dass du Hoffnung, neue Hoffnung bekommen hast, sehr zuversichtlich bist, dass du hier vielleicht jetzt auf den richtigen Weg geführt wurdest oder ganz im Vertrauen bist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das ist auch eine Energie, die Erfolg verspricht. Das ist neue Hoffnung. Ja, man hat hier ganz neue Zuversicht bekommen. Und etwas entwickelt sich hier sehr gut. Ja, und jetzt kommt der Wagen. Der Wagen, auch für mich, wie gesagt, Widderenergie, ja. Da streiten sich auch die Geister, ob das Krebs oder Widder ist. Für mich ist das Widderenergie, das ist diese Aufbruchstimmung, wo jetzt ja mutig, risikobereit etwas Neues erobert wird. Und die Wagenkarte hat auch diese Besonderheit, dass sie verkörpert, dass hier verschiedene Kräfte ineinander vereint werden. Also widersprüchliche, sich in sich widerstrebende Kräfte hier vereint werden und auf ein größeres Ziel ausgerichtet werden, damit du jetzt einen großen Sprung nach vorne machen kannst. Das heißt, ja, um sich weiterzuentwickeln, um etwas zu erreichen, müssen innere Widersprüche irgendwie dominiert oder aufgelöst oder
in sich vereint werden. Und das ist das, was du jetzt hier tust. Man bringt quasi die helle und die dunkle Seite in sich zusammen oder auch verschiedene Gefühle oder Gedanken und macht einen großen Sprung nach vorne. Man geht hier auf Risiko, erobert etwas, zuversichtlich, mutig wagst du den Aufbruch in eine neue Richtung, in eine neue Realität, auf ein Ziel ausgerichtet. Du bist hier gerade sehr empfänglich, sehr empfindsam. Die Königin der Kelche liegt bei dir auf der Personenkarte. Das heißt, zum einen bist du sehr mitfühlend, verständnisvoll, sensibel, aber auch sehr intuitiv. Du empfängst die inneren Weisungen, du lässt dich führen von der inneren Stimme, bist ganz im Vertrauen, bist auch sehr weise, vielleicht sogar übersinnlich, medial, hast eine sehr hohe, feine Wahrnehmung. Vielleicht bist du aber auch einfach sehr gefühlvoll, sehr empfindsam. Ja, und wir haben nochmal jetzt die Kelche, den Ritter der Kelche, jetzt hier in deiner Umgebung, der Ort, wo das Ganze stattfindet. Also das ist eine sehr ähnliche Energie. Der Ritter der Kelche ist auch sehr gefühlvoll. Der ist versöhnlich, der ist sehr fröhlich, sehr zugewandt, sehr intuitiv und verträumt. Ja, also du bist hier gerade sehr verträumt und intuitiv. Das, was ich hier sehe, sehr verbunden irgendwie mit deinen Wünschen, Visionen und deiner inneren Stimme, deiner inneren Wahrheit. Wir haben ja hier das Ass der Kelche bei dir im Unbewussten, auf deiner emotionalen Ebene. Das ist ja diese große Chance, die du hier gerade in dir wahrnimmst, indem du dich hier für deine Gefühle öffnest, für deine wahren Seelenwünsche, indem du da Kontakt zu findest und das, was wir hier sehen. Also es kann auch sein, dass deine Umgebung hier auch sehr zugewandt und versöhnlich, liebevoll ist. Vielleicht bist du aber auch verliebt. Auch das ist möglich. Es kann auch sein, dass man hier sehr verliebt ist gerade. Ja, das wäre hier auch eine Variante. Dann wäre das Ass der Kelche hier die große Chance, im tiefsten Herzen selig erfüllt zu werden. Durch die Verbindung mit jemandem, indem man sein Herz für jemanden öffnet. Aber wenn es nicht um eine Beziehung geht oder um eine Verbindung zu jemandem, dann geht es hier um deinen Seelenweg, um deine Berufung, deine Bestimmung oder einfach deine zuversichtliche, verträumte, fröhliche, zugewandte, liebevolle Haltung, die wir hier sehen. Du wünschst dir hier irgendwie so eine Auszeit. Du wünschst dir Zeit zum Regenerieren. Du willst dich von etwas erholen. Vielleicht hast du hier genug von diesen Kämpfen. Vielleicht haben dich diese Kämpfe hier sehr geschwächt. Diese Rangeleien, diese Machtkämpfe, diese Wettkämpfe, diese Auseinandersetzung, dieses. Vielleicht ist das der Kampf ums Leben, der Kampf, um sich zu behaupten. Irgendwo haben wir hier diese Kampfenergie, die ja zum Widder gehört. Es kann sein, dass du dessen gerade müde bist, dass du dich jetzt regenerieren willst, ja, und Zeit für dich einfach brauchst, um dich zu erholen. Vielleicht wünschst du dir hier neue Kraft. Zeit für dich, um zu reflektieren, nachzudenken, zu dir zu finden. Waffenruhe, ja, irgendwie eine Pause vom Kämpfen. Vielleicht hast du aber auch Angst, dass du ausgebremst wirst. Vielleicht hast du Angst, dass du verhindert bist, dass du nicht vorankommst. Auch das kann hier sein. Das ist nämlich auch die Position der Ängste. Und wir haben ja hier diese Energie von dir, die ja schon sehr, ich will nicht sagen kämpferisch ist, aber sie ist sehr fokussiert auf ein Ziel, auf etwas Neues, auf das Vorankommen. Na, das könnte schon sein, dass man hier auch Angst davor hat, stecken zu bleiben oder nicht voranzukommen. So, und dann haben wir als abschließende Energie die Gerechtigkeit. Das ist jetzt die zweite Zukunftskarte, die mir zeigt, dass du hier etwas sehr genau abwägst und versuchst zu beurteilen, dass du hier fair und gerecht bist, dass du versuchst, eine kluge, faire, gerechte Lösung zu finden. Aber auch ist das so dieser Karma-Ausgleich, eine Gerechtigkeit, die sich einstellt. Vielleicht widerfährt dir jetzt eine Gerechtigkeit oder du bringst irgendwie eine Balance in eine Thematik, die vorher ungerecht war, indem du jetzt etwas fair und gerecht einschätzt oder richtig beurteilst, ein faires Urteil fällst oder eine kluge, faire Lösung findest.
Ne, das ist auch so die Karte, die sagt, so alles, was du jetzt hinaus strahlst in die Welt, das kommt auch zu dir zurück. Deswegen ist es immer wichtig, hier auch auf Gerechtigkeit, Fairness zu achten. So, das ist erstmal jetzt das Blatt. Was haben wir hier? Also du behauptest dich, du stehst für dich ein. Das ist, was wir hier sehen, auch wieder eine kämpferische Energie. Ne? Wir haben die 5 der Stäbe, die ist ja schon sehr kämpferisch. Und auch hier. Das ist so, vielleicht wird man hier angegriffen. Vielleicht fühlt man sich hier ständig in dieser Not, für sich einzustehen, sich verteidigen zu müssen. Ja, also so ähnlich wie bei der 5 der Stäbe. Sehr entschlossen. Du behauptest dich. Du behauptest dich jetzt. Du stehst für das ein, was du für dich als wahr erkannt hast, was für dich wichtig ist, für deine Überzeugungen. Dafür verteidigst du dich. So, und wir sehen hier aber auch jetzt Veränderung und überraschende neue Wendungen. Also hier kann irgendetwas Unerwartetes jetzt auf dich zukommen. Irgendwas ist hier in Bewegung, hier liegt was in der Luft, was sich hier verändert. Irgendeine schnelle Bewegung, hier geht was schnell voran. Ja, das können hier positive Nachrichten, Neuigkeiten, Überraschungen oder Veränderungen irgendeiner Art sein, die etwas, was hier längere Zeit unbeweglich war oder was sich längere Zeit nicht verändert hat, was jetzt hier Fahrt aufnimmt und in Bewegung kommt. Und das sehen wir ja auch mit dem Wagen, dass du hier irgendwo jetzt Fahrt aufnimmst und auf Eroberungskurs gehst und etwas jetzt für dich anvisierst und erobern möchtest. Auch wieder Energie übrigens, ja, dieses Erobern wollen. Also dieses risikobereit und etwas mutig anpacken, umsetzen, anstoßen. Das ist ja so diese Wiederenergie, ne? Und das hat hier mit einer Veränderung zu tun. Ja, und da geht es darum, dass irgendwie du dir ja, deine Träume erfüllen möchtest, deine Wünsche, dass du dich auch vielleicht auch fragst, wo hat man sich hier vielleicht auch etwas vorgemacht oder sich selbst getäuscht? Denn wir haben bei den 7 der Kelchen eben immer auch mal den Aspekt der Selbsttäuschung mit drin, der Luftschlösser, die man so baut, der Illusionen, die manchmal nicht realisierbar sind. Und du scheinst jetzt dich sehr stark mit deinen Wünschen und Visionen und Träumen zu beschäftigen und zu schauen, was würde dich wirklich glücklich machen? Was würde dich wirklich erfüllen? Ne? Was sind deine Träume, Wünsche, Sehnsüchte? Das ist, was wir hier stark haben. Wir haben hier nämlich sehr viele Kelche. Und auch diese Schutzkarte. Der Stern ist eine Schutzkarte, die dich führt. Wo man sagen kann, du wirst so von höheren Kräften geführt. Ja? Von deiner Seele, deinem höheren Selbst, Geistführer, was auch immer. Da wirst du auf einen neuen Weg gebracht, der dir hier ganz viel neue Hoffnung und Zuversicht bringt und der auch wirklich verspricht, dich an ein größeres Ziel zu bringen. Ja, dann schauen wir jetzt mal weiter mit den Orakelkarten für die Widder zum Vollmond im Skorpion. Was ist jetzt hier das große Thema? Also wir sehen den Geburtsprozess bei dir. Es wird etwas Neues geboren. Und das hat ganz viel mit deiner Wahrheit, mit deiner Essenz zu tun, mit deiner seelischen Bestimmung, deinen Träumen und etwas, was dich im tiefsten erfüllt. Was ist jetzt wichtig für die Widder? Worum geht es? So, da kommt Pluto. Ja, natürlich muss Pluto kommen, weil es ist ja, Pluto ist der Herrscher vom Skorpion. Der Vollmond findet im Skorpion statt. Da geht es natürlich um die Transformation, um die Befreiung. In diesem Fall um die Befreiung. Du befreist dich von etwas, du wirst von etwas befreit. Pluto ist der Planet, wo es ums Sterben und Neugeborenwerden geht. Etwas in dir stirbt, etwas in dir wird losgelassen. Etwas kann sich hier als Herausforderung anfühlen, als Krise, als, ja, da haben wir auch das Thema der Macht und Ohnmacht, wo ich ja auch viel in meinem Vollmondvideo drüber gesprochen habe, was du dir auch sehr gerne anschauen kannst, falls du es noch nicht gesehen hast. Und diese Krisen darfst du als Chancen des Wachstums begreifen. Ja, also du wächst jetzt an allen Herausforderungen und Krisen, die machen dich stärker, indem du ja auch etwas in dir transformierst, dich von allem befreist, was dir nicht mehr gut tut, was dir nicht entspricht. Also Pluto, der Transformationsplanet, der dich ins Wachsen bringt. Wir haben das Thema Wachstum hier und auch hier. Also das ist,
Ja, du wächst an deinen Schwierigkeiten, an deinen Herausforderungen, vielleicht auch an Verantwortung oder vielleicht auch an diesen Herausforderungen und Kämpfen. Hier haben wir die Herausforderungen, stimmt, sehe ich das gerade. Hier haben wir die Herausforderungen und hier haben wir den Wachstum. Du wächst an deine aktuellen Herausforderungen. Vereinige die Sonne und die Mondkräfte in dir zu einer einzigartigen Harmonie. Also jetzt geht es darum, deine männlichen und weiblichen Energie in dir in den Ausgleich, in die Balance zu bringen. Und damit haben wir auch wieder die Thematik vom Wagen, der ja seine inneren verschiedenen Gefühle und Befindlichkeiten vereint. Ja, und auf ein Ziel ausrichtet, in die Balance bringt. Denn nur so kannst du dich weiterentwickeln und vorangehen. Ne? Weil wenn man sich immer von irgendwelchen Gefühlen oder Zweifeln oder Sorgen in die eine oder andere Richtung ziehen lässt, dann kann man sich ja nicht auf ein Ziel ausrichten, dann kann man nicht vorwärts kommen. Dann bleibt man ja stehen. Also es darf hier eine Harmonie in dir gefunden werden zwischen deinen Gefühlen und deiner Willenskraft, deiner Entschlossenheit, deiner ja, deinen männlichen Kräften. So, dann haben wir jetzt hier noch drei, die sind auch noch rausgefallen und da kommt überraschenderweise, nicht überraschenderweise, wieder der Skorpion. Ja, Mond im Skorpion, die Transformation. Also es ist wirklich hier auch bei dir das große Thema der Transformation, wie bei allen. Es ist gerade einfach das kollektive Thema. Und na, hier haben wir erst Pluto, das ist so diese Krise, diese Herausforderung, die Ohnmacht, von der du dich befreist. Und dann, wenn etwas in dir abgestorben ist, wenn etwas in dir losgelassen wurde oder erkannt wurde, integriert wurde, dann kommt der Prozess der Wiederauferstehung. Und das ist die Transformation. Ich erhebe mich aus der Asche ins Licht. Das ist jetzt die Auferstehung des Phönix, das heißt der Neugeburtsprozess, wo etwas Neues jetzt aus dir heraus entsteht. Und das haben wir hier auch. Und wir haben die Hingabe. Öffne die weibliche Seite im Männlichen. Ja, wir haben ja hier die männliche Seite und Widder ist ja eine männliche Energie. Das ist, wie gesagt, diese männliche Antriebskraft, Mut, Entschlossenheit, Risikobereitschaft, Pioniergeist, all das ist Widder-Energie, männliche Energie. Und wir haben hier unten jetzt diese weibliche Energie. Das ist das Ass der Kelche, das ist die Königin der Kelche und der Ritter der Kelche. Das ist jetzt da, wo du dich wirklich auch gerade befindest. Sehr sensitiv, sehr intuitiv, sehr offen für deine Empfindungen, für deine Wahrheit, für deine Intuition und für deine Wünsche, Sehnsüchte und Träume. Und die Hingabe an diese Träume, an diese Vision, das Akzeptieren, das Annehmen dessen, was ist, das ist die weibliche Energie, die du jetzt in dir öffnest und in dir öffnen darfst. Ja, und damit zur Quelle deiner Essenz kommt, zur Quelle allen Seins. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal weiter für die Widder zum Vollmond im Skorpion. Worum geht es hier? Ja, ich sage es jetzt schon zum 10. Mal. Wachstum. Wachstum haben wir hier. Hier ist Wachstum, hier ist Wachstum und hier haben wir nochmal den Wachstum. Etwas wächst in dir und nochmal die Akzeptanz, also diese weibliche Energie, Annahme, Hingabe. Ja, es wird hier alles jetzt nur noch bestätigt, aber ich werde trotzdem mir jetzt die Botschaft dazu noch anschauen. Und zwar: Akzeptanz der aktuellen Situation ist der erste Schritt zur Veränderung. Die Vergangenheit existiert nicht und die Zukunft ist noch nicht passiert, hat noch nicht begonnen. Es gibt nur das Jetzt. Du kannst nur im Jetzt leben. Also das Jetzt ist das Einzige, was wirklich real ist, was wirklich existiert. Im Jetzt triffst du die Entscheidungen, die deine Zukunft kreieren. Und deswegen darfst du erstmal ja, im ganzen Hier und Jetzt sein und das, was da ist aktuell, annehmen und akzeptieren. Akzeptieren, wo du dich jetzt befindest, wo du jetzt stehst. Und zu sehen, auch wo du hin möchtest. So, und jetzt der Wachstumsprozess. Jetzt geht es darum, die Stagnation loszulassen oder abzulehnen. Also es geht um eine Befreiung, das ist hier wichtig. Das ist ja der Transformationsprozess. Der will dich ja aus einer Stagnation herausholen. Und das ist das, was hier Wachstum bewirkt. Also das ist vielleicht mit einer Herausforderung und einer Krise verbunden, dich aus einer Stagnation zu befreien. Aber nur so kommst du hier in diese Entwicklung, diesen Wachstum.
Und um dich aus dieser Stagnation zu befreien, sollst du jetzt in die Handlung gehen. Also etwas unternehmen, Schritte unternehmen. Ja, das, was wir hier sehen. Der Wagen ist die sieben. Das ist genau das. Ne? Das wirklich losgehen. Losgehen und umsetzen. Die Entscheidung zum Wachstum sollte jetzt gemacht werden, aktiv, also du sollst dich aktiv für eine Entscheidung öffnen, eine Entscheidung fällen, an der du wachsen kannst, mit der du dich jetzt hier entwickeln und weiter wachsen kannst. So, und jetzt darfst du auch, und das ist ja der nächste Hinweis jetzt hier zu dieser Karte, du darfst auch mit, also ein Wachstumsprozess hat immer auch mit Wachstumsschmerzen zu tun, also Geburtswehen, sagt man ja auch bei der Herrscherin. Ja, jeder Geburtsvorgang bringt auch Geburtswehen mit sich, und das heißt, diese Krisen und Herausforderungen oder Rangeleien, Kämpfe, was auch immer das hier ist, was für dich unangenehm ist. Du darfst das jetzt auch annehmen als Nebeneffekt, damit rechnen. Wenn du große Entscheidungen triffst oder eine große Entscheidung in deinem Leben jetzt triffst, dann darfst du auch diesen Wachstumsschmerz mit in Kauf nehmen. Veränderung ist ein natürlicher Teil des Lebens und kann nicht weggeschoben werden, kann nicht vor dir hergeschoben, nicht lange aufgeschoben werden. Ja, man neigt manchmal dazu, so Veränderungen, wo man fühlt, das ist die Zeit für eine Veränderung, dann neigt man dazu, das vor sich herzuschieben, weil man nicht bereit ist für all die Konsequenzen, für all diese Veränderungen, weil man so sehr festhält und anhaftet an das, was man erschaffen hat und was man für sicher geglaubt hat und wo man sich wohlfühlt. Aber das Leben kommt in gewissen Abständen immer wieder, um dich aus stagnierenden Situationen zu befreien, um dich weiterzuentwickeln, damit du wachsen kannst. Das ist einfach das Leben, das Gesetz des Lebens. Und jetzt ist auch hier für dich die Zeit gekommen, dich aus einer Stagnation zu befreien und dich für die Veränderung zu öffnen. Sei mutig. Ja, ist jetzt hier die Aufforderung. Sei mutig. Na, ja, das bist du ja auch. Veränderung sollte ein Ziel und einen Sinn haben, eine Bestimmung. Und das ist, was ich hier auch sehe. Also du setzt dich ja damit auseinander, mit dem Ziel, mit einem sinnhaften Zweck, der sich für dich als richtig anfühlt, als wahr anfühlt. Ja. Für die Widder. Was möchte hier noch geheilt werden? Oh, die hat sich ja auch umgedreht. Mehr als genug, großzügig geben in Beziehungen. Okay, also hier darf man großzügig sein in Beziehungen, ja, das sehe ich auch hier. Das ist hier eine sehr offenherzige, zugewandte, verständnisvolle Haltung. Und Zeit zum Heilen. Du darfst jetzt innehalten und dich genesen, regenerieren und verjüngen. Und das ist das, was wir auch hier jetzt mit den vier der Schwerter haben. Also nimm dir jetzt wirklich die Zeit zum Heilen und zum Regenerieren. Die brauchst du hier gerade, um dich zu genesen. Innehalten, Pause machen von diesen Kämpfen oder von irgendwelchen Rangeleien im Außen. Ich weiß es nicht, was das hier für Herausforderungen sind oder Dinge, die dir Kraft kosten, aber jetzt darfst du kurz innehalten für dich und ja, Zeit zum Heilen dir nehmen. Uralte Weisheit, die Intelligenz liegt in dir. Ja, also du hast jetzt Zugang zu deiner tiefsten Weisheit, zu deiner tiefsten Wahrheit, zu deiner Intuition, die dich führt. Ja, ich sagte ja schon, du bist geführt, ne? Du hast jetzt so eine ganz intuitive Intelligenz, die dich jetzt hier, die dir ganz klar sagt, was du jetzt brauchst und was du tun sollst, von der du dich hier führen lassen darfst. Genau. So, abschließend für die Widder. Was kommt hier? Die Illusionen, ja, die Illusionen, das habe ich schon mit den Sieben der Kelche gesehen. Erlaube dir, dein Leben eigenverantwortlich zu gestalten und Illusionen loszulassen. Illusionen
wo jetzt auch Veränderungen reinkommen. Es gab hier vielleicht irgendwelche Illusionen oder Luftschlösser oder Traumvorstellungen, die man hier so hatte, wo jetzt wirklich Bewegung reinkommt und wo möglicherweise auch gefiltert wird. Wo hat man vielleicht auch einer falschen Illusion aufgesessen? Und es geht jetzt darum, auch eigenverantwortlich zu handeln, die Verantwortung für deine Wünsche zu übernehmen, indem du entscheidest, dass du ein Leben nach deinen Wünschen lebst und diese umsetzt, diese verwirklichst. So, und du darfst dich jetzt auch ein wenig tarnen. Hier haben wir wieder den Hinweis auf Rückzug und Heilung, Regeneration. Erlaube dir, nur wenig sichtbar zu sein und dich zu tarnen. Ja, also es geht dir wirklich darum, so ein bisschen vielleicht dich zurückzuziehen und deine wahren Absichten vielleicht gar nicht unbedingt überall so damit hausieren zu gehen. Sei jetzt erstmal weniger sichtbar, einfach um dich selbst zu schützen, zu heilen, zu regenerieren und vielleicht auch um innere Klarheit zu bekommen. Weil wir sehen hier eine größere Verletzlichkeit da, die darfst du schützen. Das ist ja auch das, was wir hier mit der Königin der Kelche haben. Die ist ja sehr sensibel, sehr empfindsam, sehr verletzlich. Diese Verletzlichkeit darfst du schützen. Und wir haben ja eine Ungewissheit. Möglicherweise spürst du gerade eine größere Ungewissheit, dass du nicht weißt, wie es weitergeht, was jetzt passiert, was kommt. Und das kann dich verunsichern. Und das darfst du auch lernen, jetzt auszuhalten. Dass ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, was jetzt ist, was passiert. Und das lernst du auszuhalten. Die Antwort kommt zur rechten Zeit, sei unbesorgt. Ja, du darfst da ganz ins Vertrauen kommen, Vertrauen ins Leben, dass du geführt wirst und dass alles zu seiner rechten Zeit sich einstellen wird. Liebe Widder, das ist alles, was ich jetzt hier für dich bekomme. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.